Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir haben den Auftrag, zu unserem lieben Rust zu gehen, beziehungsweise unsere Prüfung zu starten, ist eher Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. der große Punkt. Wir wollen aber erstmal diesen Hasen hier erschießen. Oh nein, wir wollen da hinten was erschießen. Und zwar, obwohl, schießen nicht unbedingt. Ich muss gestehen, ich bin ein klein wenig addicted zum Jagen gerade. Ja doch, ich bin ein wenig addicted, was das Jagen betrifft gerade. So, ich müsste jetzt eigentlich mehr Sachen hier rausbekommen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß immer noch nicht, warum hier ganz oft Jäger am Rand liegen und nichts tun. Beziehungsweise warum die am Rand liegen und tot sind, eher gesagt. So. Ich würde gerne, bevor ich die Prüfung auf jeden Fall starte, gerne noch verkaufen. Mal ganz kurz aufpassen. Okay, der ist weit weg. Alles gut. Der ist nicht weit weg. Der ist absolut nicht weit weg. Nein, 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 nein. Bleib mal schön. Also Tarnkills, ich werde mich durch das halbe Spiel tarnkillen, glaube ich. Ernsthaft. Also beziehungsweise vor allen Dingen, wenn es Ah, das wird knapp. Der sieht mich vermutlich, weil er sich schnell genug umdreht. Nein, tut er nicht. So, und bei diesen ganzen Monstern sollte ich angeblich eigentlich mehr Objekte bekommen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Weil eigentlich. Chance auf mehr. Okay, Chance. Okay, das Wort Chance rettet das Ganze. Chance auf mehr. Dinge zum Kirchens. Was brauche ich denn alles, um meine ganzen Tragekapazität zu erhöhen? Beispielsweise Waffenbeutel. Kann ich jetzt machen. Dankeschön. Dann hätte ich gerne meinen Modifikationsbeutel. Kann ich auch machen. Und meinen Tränkebeutel, dafür brauche ich tatsächlich doch einiges. Das kann ich auch einmal machen. Outfit, lohnt sich jetzt gerade meines Erachtens noch nicht so wirklich. Aber bis jetzt mag ich das Crafting-System an sich. Also hier habe ich jetzt, oh ja, doch gut mehr Platz. Gut mehr Platz. Ja gut, das wird Rohstoffbeutel, der wird immer mal wieder. Schatzkisten, wo hab ich die denn her? Belohnungskiste. Schnellreisepaket. Was ist jetzt ein Schnellreisepaket? Ich hab gewöhnlich. Dieser Gegenstand kann ermöglicht eine schnelle Reise zu einem entdeckten Lager. Ah! Jetzt habe ich verstanden, was ein Schnellreisepaket ist. Okay. Ich hole mir noch Frostbeulen. So, wo ist mein Händler? Oh, was haben wir hier? Da ist ein Plünderer-Areal. Da ist ein Ruin. Da hinten ist mein. Ja, super. Das ist mir ein bisschen zu weit. Dann gehe ich da doch nicht hin. Ich gehe direkt zu meiner Hütte. Oh, scheiße. Ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst, wo ich hin. Überhaupt nicht aufgepasst, wo ich hinlaufe. Ich habe jetzt übrigens einen Heiltrank, sogar drei Stück. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst gerade. Komm schon.
schön. Das zu dem Thema. Was macht ihr hier auch an meinem Feuer, wenn ich mal fragen darf? Also das ist ja schon eine Frechheit an sich. Etwas Vorrat. Ich nehme hier weiter Pflanzen mit und alles, was ich finden kann. Ich glaube, so sollte man das auch machen. Einfach alles, was man kriegen kann, mitnehmen. Und wir müssen aber jetzt darüber. Und da drüben sind noch einige Wächter. Die sind relativ einfach zu töten, ja. Aber ich glaube, wenn sie immer Alarm schlagen, ist das Ganze ein bisschen bescheuert. Dem entgeht nicht viel. Stopp. Geh, sterb. Scheiße. Okay. Das ist auch mal gut, dass wir das gesehen haben. Er kann mich also, naja, eine Art blenden. Ist das nämlich mal... Also als solches würde ich es bezeichnen. Als eine Art Blenden. Er kann uns blenden. Gut zu wissen. Auf geht's. Weiter geht's. Zu unserer Hütte. Interessanterweise sind wir eben einen Weg gegangen, wo quasi kein einziger Gegner zu sehen war. Und jetzt sind hier irgendwie... doch mehrere Gegner auf dem Weg zu unserer Hütte. Das heißt, eben waren wir quasi laut dem Spiel wohl noch nicht ganz bereit. Ich muss da lang. Bitte. Hör auf mit diesen Markierungen. Ernsthaft. Hallo? Ich würde das Kaninchen gerne ohne Pfeil töten. Nein? Puh! Sorry, aber wenn ich dich so lange jage, dann lasse ich dich auch nicht entkommen. Aloy, wir müssen reden. Will ich das? Jetzt? Hier? Okay, dann lass uns reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter, das Zentrum der Nora, ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit, irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy, das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Nein. Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Er haut ab, dachte ich mir. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm.
Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Ich werde dich finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Seht jetzt schon die Pläne. Hauptsache, wäre es erstmal mit der Erprobung bestehen. Das wäre erstmal so ein guter Ansatz, oder? Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Okay. Wir sollen den rechten Weg gehen. Dann hat sie um ein Fruchtbarkeitssegen gebetet. Mit meinem Vater. Als ich das die ersten drei Male gehört habe, gefiel es mir irgendwie besser. Also sie behandeln mich gerade immerhin. Die behandeln mich immerhin relativ normal. Das ist erstaunlich. Wir schnell speichern. Und was ist das? Interessant. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssegen. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Vor. Aloy, du bist es, oder? Aha. Hier drüben. Den kennen wir doch. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts.
Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Okay, okay. Das kriege ich jetzt. Das ist kostenlos. Dann will ich die natürlich haben. Klar. Kostenlos nehme ich immer. Ausrüsten. Ausrüsten. So. Was haben wir hier? Die macht nichts außer eine Modifikation. Stille. Nora. Oh, heieiei. Tarnung und das Schwert ist in Trägern zu sehen. Die hat mehr Elemente, also die schützt gegen Elemente. Die macht mich auch weniger sichtbar. Die haben unterschiedliche Rüstungen. Also ich will auf jeden Fall bei einer leichten Rüstung bleiben. Die der Tarnung. Okay, und das hier? Nahkampfangriffen. Ja, nee, ich bleib bei der Tarnung. Das finde ich eigentlich ganz gut, das so als Effekt zu haben. Die nehme ich. Ah, nee, verkaufen. Gratis-Probekiste nehme ich natürlich. Wenn die gratis ist, dann nehme ich die. Zurück. Verkaufen. So, jetzt kommt's. Ich möchte gerne meine... Ja. Ich möchte gerne tatsächlich die Rüstung verkaufen, die ich hier bekommen habe. Aus dem DLC. Aus dem einfachen Grund. Weil ich es kann. Den Bogen. Den Karrierbogen. Der ist an sich, ja. Der ist an sich quasi schlechter als meiner. Den packe ich weg. Mann, ich mache hier die ganze Zeit Mist. Rohstoffe. So, ich habe hier bestimmt irgendwelche tollen, wertvollen Rohstoffe. Wie zum Beispiel... Geschäfte, Verwendung, Geschäfte mit Händlern. Achso, es gibt sogar tatsächlich Sachen, die Geschäfte mit Händlern verkauft gegen Metallscheiben. Ich habe hier sogar schon zu viele Wächterlinsen, das ist interessant. Geschäfte mit Händlern, oder? Aber mit Geschäfte mit Händlern ist auch sowas hier gemeint, sodass ich die hierfür brauche, beispielsweise. Ich brauche die, um... Ja, okay, okay. Okay, ich habe 6 Stück. Ich kann mal 4 verkaufen, einfach. So. Bin ich bei 155 Scherben. Kapazität 25 von 50. Wie darf ich das verstehen? 62 Scherben für ein Sägezahnherz. Oh, könnte, ist natürlich jetzt gerade unglaublich wertvoll. Später eventuell dann aber noch mehr, wenn ich dann die brauche, um was herzustellen. Das ist natürlich das Problem. Leuchtendes Geflecht. Was haben wir hier? Kühlsaft. Wächterherz. Ja. Kann ich auch einmal verkaufen. Und jetzt kann ich mir nämlich interessanterweise tatsächlich... Habe ich doch gerade... jetzt kann ich mir sogar die kaufen. Ist aber eine mittlere Rüstung, deswegen will ich die nicht. Ja, ich möchte die nicht als mittlere. Okay. So. Ja, verkaufen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich hier ansonsten rohstoffmäßig verkaufen soll. Ja. Ich habe Zeug und ich weiß noch nicht, was ich davon brauchen werde und was nicht. Deswegen lassen wir das mal. Modifikationen. Achso. Oder Modifikationen kann ich theoretisch noch verkaufen. Tränke. Was ist das hier eigentlich? Eine Schockfalle. Boden platziert. Annäherung ausgelöst. Okay. Ja, so weit, so gut. An sich kann ich diese Rüstung hier auch wieder, kann nicht verkauft werden. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins.
Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich könnte aufstehen. Okay, also gehandelt haben wir. Wir können jetzt mal eben hier die Rüstung, die wir anhaben, modifizieren mit Fernangriffsschutz. Fernangriffsschutz brauchen wir zurzeit tatsächlich eher nicht, weil wer soll mich denn fernangreifen? Nahkampfangriffsschutz, da ist das hier natürlich am besten, weil das hat auch noch Nebenwerte. Das nehme ich. Habe ich noch irgendwas gemacht hier? Nö, nö, nö. Trägerkapazität, kann ich hier irgendwas? Waffenbeutel Upgrade 2. Moment, wie sieht es denn hier aus? Waffen brauche ich keinen. Modifikation brauche ich nicht. Oh, achso, was habe ich denn hier? Wo kommen diese Sachen immer her? Also das hier weiß ich, klar. Schnellreisepaket und so weiter und so fort. Munition und Fallen und Tränke. Munition und Fallen und Tränke. Fallenbeutel? Ja. Ich habe kaum noch Holz. Trank. Metallgefäße brauche ich dafür ohne Ende. Kaninchenknochen. Outfitbeutel. Ja komm, eins machen wir. Jetzt haben wir einfach kein Holz mehr. Ganz einfach, ganz simpel. Wir haben kein Holz mehr. Wenn ich wollte. Aber ich will nicht. Was hat er? Achso, das ist ein Händler. Die Stammmütter sollen. Okay. Dann. Okay. Hier haben wir noch ein Feuer. Also ich kann hier verschiedene Aktionen machen, also interagieren. Aber so wirklich was bringen tun die hier nicht. Komm runter! Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Natürlich wird Bast gewinnen. Stärkungstrank. Das Bier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Komm da runter! Sofort! Genau. Und das will was heißen. Oh, denn passen, ihr müsst diese kann ich mir ein Schauspiel angucken? Ich nicht mehr bin. Am Anfang okay. Kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander. Im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten vielleicht sie mehr. Vielleicht sind die Kaja gekommen, um das sich zu entschuldigen. Waren die Unglücklichen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht die verweigern. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ich ihnen dienen Neues würden, sehen. Um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze angeblich Arbeit bittet er bei einem Sieg sie um ernähren, einen Fruchtbarkeitssegen, aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich! Verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich. Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König. Eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm.
Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein. Schade, dass diese Musikantin vom letzten Mal nicht wieder da ist. Okay. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Wir nehmen mal die Vorratskiste mit. Wir haben gerade so ein bisschen was mitbekommen. Hallo? Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also... Mutterherz, ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ich mag den Typen. Ich mach dir den besten... Ich muss gestehen, ich mag den Typen. Wir haben jetzt hier... Ja, Sachen. Eine Karia-Schleuder beispielsweise. Die, was haben wir? Eine Schleuder. Diese langsam feuernde Schleuder wirft Elementarbomben und große Wirkungsbereich. Nützlich, um Ziele in Elementarzustände zu versetzen und sie anfällig für nachfolgende Angriffe zu machen. Sieht erstmal ziemlich cool aus, das Teil. Jetzt gucken wir aber, was du noch so hast. Outfits ist wahrscheinlich eher uninteressant. Weil du hast das gleiche Zeug. Rohstoffe. Metallgefäße kann ich kaufen. Das. Na gut. Holzpaket. Wow. Was ist denn Holzpaket? 200 Reinholz. Okay, das ist gar nicht mal so doof. Aber brauche ich jetzt gratis Kiste? Ja, ich überlege tatsächlich, diese Karia-Schleuder zu kaufen. Wisst ihr, was ich tue, einfach ausrüsten. Bis demnächst, Cast. Viel Glück. Tutorial. Schleuder, Stufe A. Stufe 18? Stellende Maschinen mit Schachtritten an Falle. Scheibenkleister dazu hetzen. Ein Tutorial gegeben. Ja gut, das Tutorial, das muss ich später nochmal nachholen. Oh, das ist jetzt schlecht. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und Versklaver! König ja. Mörder und Versklaver! Erleuchtet halt lass es. Das sein! No. Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt.
ein Tyrann und ein Monster, überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Bist am Tag der Erprobung. Einer der besucht unbekanntes Gerät entdeckt. Was bedeutet das? Vermutlich ein Fokus und anderes Gerät. Genau wie meiner. Da eure Nachkommen heute. Die Reihen eurer Krieger. Wo hat er einen Fokus her? Olin. Ja, mit Olin reden wir beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.